Lieben, lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass es nicht einfach so ist, dass jeder Mensch Gott braucht, sondern jeder Mensch darf und kann zu dir kommen. Und dafür loben und preisen wir dich, dass du alle einlädst, an Christus zu glauben, umzukehren. Wir loben dich dafür, dass wir heute, wenn wir mit Johannes weitermachen und Johannes 3 anschauen, dass wir sehen dürfen, wie ein Mensch nach Gott sucht und nach Gott fragt. Und wir loben dich dafür, dass wir dieses Gespräch gleich dann zwischen Jesus und Nikodemus ein bisschen genauer anschauen. Und wir beten darum, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du unsere Augen dafür öffnest, was dort steht, dass du unsere Herzen anrührst. Wir loben dich dafür, dass wir deine Stimme hören dürfen, wenn wir dein Wort öffnen. Wir bitten dich, dass du uns innerlich auch darauf einstellst. Du weißt, wo jeder von uns steht, wie müde oder wach wir sind, wie konzentriert wir uns fühlen, was gerade in uns los ist, was uns aufwühlt oder nicht aufwühlt. Und Herr, wir legen das alles vor dich hin und wir beten darum, dass du uns zur Ruhe kommen lässt bei dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen. In unserer Jugend, als ich selber ein Jugendlicher war, da haben wir manchmal ein Spiel zusammen gespielt. Ich gebe zu, das haben oft eher die Jungs zusammen gespielt, die Mädels waren weniger davon begeistert. Dieses Spiel hieß Hau mich blau. Und der Name ist wirklich Programm bei diesem Spiel. Es war ein ziemlich brutales Spiel. Es hat eine Menge Spaß gemacht, immer. Ich glaube, heutzutage würde ich das nicht mehr spielen, eigentlich. Ich bin so ein bisschen aus dem Alltag raus. Ich würde mehr als nur blau werden, glaube ich, wenn ich dieses Spiel spiele. Die Regeln von Hau mich blau sind sehr einfach. Es gibt ein definiertes Spielfeld. Man steckt einfach was ab oder man nimmt ein Fußballfeld oder so. Man kann es auch drinnen spielen, in einem großen Raum. Man braucht ein definiertes Spielfeld. Und dann gibt es zwei Teams, die um einen Ball spielen. Das war's. Mehr Regeln gibt es nicht. Es gibt bei Hau mich blau keine Regeln. Und deshalb ist sowas wie ein Foul gar nicht möglich. Es ist alles erlaubt bei diesem Spiel. Und die blauen Flecke sind dann wirklich vorprogrammiert, weil man sich im Prinzip einfach nur eine halbe Stunde lang um diesen Ball prügelt. Und wer ihn länger behält, wer ihn am Ende hat, der hat gewonnen. Das ist das ganze Spiel, super für Jugendliche gewesen. Und du wunderst dich vielleicht, warum erzählt uns Joe gerade von dem Spiel Hau mich blau? Du findest es später heraus. Vertrau mir mal und glaub mir, speichere es in deinem Hinterkopf ab. Das hat etwas mit dem zu tun, was wir heute in Gottes Wort entdecken werden. Merk dir einfach mal das Spiel Hau mich blau. Es gibt keine Regeln und es tut sehr weh, das zu spielen. Heute Morgen wollen wir weitermachen mit dem Johannesevangelium. Nachdem wir gesehen haben, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat und wir gesehen haben, wie er den Tempel gereinigt hat und in Jerusalem unterwegs war, die ersten Jünger um sich geschart hat und so ein bisschen für Wirbel gesorgt hat im Volk, da sehen wir jetzt, dass das langsam auch Konsequenzen mit sich bringt und Folgen hat. Die religiöse Elite im Volk, die geistliche Führung Israels, die wird langsam aufmerksam. Die beobachten das. Die haben schon Johannes den Täufer beobachtet, der große Wellen geschlagen hat. Und jetzt taucht dieser Jesus auf und scheint noch größere Wellen zu schlagen. Und die Leute reden über ihn. Und hier und da fällt schon das Wort Messias und Davids Sohn und rechtmäßiger König. Die Leute reden darüber. Und deshalb werden diese führenden Männer langsam aufmerksam. Also schicken sie jemanden. Und dieser jemand ist Nikodemus. Nikodemus ist ein Pharisäer, ein gelehrter Mann und er gehört zu dieser religiösen Führung. Er kennt sich in der Bibel der damaligen Zeit sehr gut aus. Er kennt das Alte Testament eigentlich in- und auswendig. Man konnte zu ihm gehen und ihn fragen und er hatte immer Antworten für einen parat. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, er ist für viele ein Vorbild und er kommt jetzt zu Jesus, um herauszufinden,
wer das ist. Wer ist dieser Schreiner, dieser Typ aus Nazareth, ohne theologische Ausbildung, der rumläuft und anscheinend Wunder tut und Dinge über Gott sagt, die alle staunen lassen? Wer ist dieser Mann? Das will Nikodemus herausfinden und dafür kommt er zu Jesus. Abends, nach Sonnenuntergang, schleicht er sich so zu Jesus, um mit ihm ein bisschen zu reden und führt mit ihm ein Gespräch, ein theologisches Gespräch. Und in diesem Gespräch, da entstehen Fragen. Wenn man das liest, dann kommen einem Fragen. Man merkt, dass Fragen dieses Gespräch antreiben. Und es sind vor allem drei Fragen, die dieses Gespräch antreiben. Das erste ist, was muss mit einem Menschen geschehen, damit er in Gottes Reich hineinkommen kann? Die zweite Frage ist, wie kann das geschehen, was geschehen muss? Und die dritte Frage ist, warum wollen so viele nicht, dass es geschieht? Das ist, was wir heute Morgen entdecken werden. Diese drei Fragen, wenn wir uns durch Kapitel 3 vom Johannesevangelium gemeinsam jetzt bewegen. Das geht dann los in Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes nicht hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus versteht nicht, was Jesus hier sagt. Jesus sagt ihm, der Mensch muss von Neuem geboren werden, wenn er in das Reich Gottes hineingelangen möchte. Und Nikodemus versteht es nicht. Und dann versucht Jesus es noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, indem er sagt, von Wasser und Geist muss der Mensch geboren werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Aber er versteht es nicht. Also er hat schon verstanden, der Mensch muss irgendwie neu werden, aber er versteht nicht konkret, was Jesus meint, was das genau bedeutet, wenn er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wovon Jesus hier redet, ist nämlich viel mehr als nur eine Verhaltensverbesserung. Ein, gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe mit eurer Heiligkeit und dann wird Gott euch auch annehmen. Aber das ist alles, was Nikodemus kennt. Nikodemus als Pharisäer ist davon überzeugt, das ist seine theologische Überzeugung, das Problem mit dem Volk Gottes und dann in Erweiterung auch mit der ganzen Menschheit ist einfach nur, dass sie Gottes Gebote nicht halten. Das ist das ganze Problem. Wenn wir hinausschauen in die Welt, würde Nikodemus sagen, sie halten Gottes Gebote nicht. Und wenn sie Gottes Gebote halten würden, wäre alles gut. Wenn Nikodemus dein Nachbar wäre, dann wäre seine Botschaft für dich, halte Gottes Gebote. Davon ist er überzeugt. Aber Jesus redet hier von etwas anderem. Denn wir brauchen nicht einfach eine äußerliche Verbesserung als Menschen, wir brauchen eine innere Veränderung. Und das Spannende an dem Gespräch hier
zwischen Jesus und Nikodemus ist, beide sind Theologen, beide sind Schriftgelehrte, beide kennen das Alte Testament sehr gut. Doch reden sie aneinander vorbei. Nikodemus versteht nicht, was Jesus sagt. Er versteht weder, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden, noch wie das Ganze funktionieren kann. Dabei ist die Vorstellung einer Neuwerdung des Menschen nichts Neues. Das ist etwas, das im Alten Testament verwurzelt ist und auch immer wieder im Alten Testament auftaucht. Schau dir doch mal an, was Jesus zu ihm sagt, Vers 5 bis 7. Und achte mal auf die Worte, die Jesus verwendet. Er streut Hinweise für Nikodemus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verstehst du, Nikodemus, worauf ich hinaus will? Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und jetzt schau dir mal an, was Gott in Hesekiel 36, Abvers 25 zu seinem Volk sagt, was er ihnen verheißt. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen wahrt und tut. Gott verspricht hier, ich werde euch, mein Volk, von Grund auf erneuern. Ich werde euch komplett verändern von innen heraus, was sich dann äußerlich zeigen wird. Und es sind die gleichen Worte, die Jesus benutzt, wenn er mit Nikodemus redet. Fleisch, Geist, Wasser. Das sind die Dinge, von denen Jesus hier spricht. Und er erwartet von einem Schriftgelehrten wie Nikodemus, dass er das versteht. Er ist ein Gelehrter, ein Experte in Sachen Altes Testament. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Und das gilt nicht nur für Nikodemus, sondern für jeden einzelnen Menschen. Die Leute, die du kennst, deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie, die Menschen um dich herum, die nicht an Jesus glauben, die müssen nicht einfach nur ein bisschen besser werden. Es ist nicht so, dass der Glaube an Gott in ihrem Leben noch so dazukommen muss und dann passt alles. Das ist so die eine Sache, die fehlt. Nein, sie müssen von Grund auf erneuert werden, verändert werden, neu geboren werden durch Gottes Geist. Das, was wir vor einer Weile in Johannes 2 gesehen haben, wo Jesus Wasser nimmt und es komplett verwandelt in Wein, das ist, was mit dem Menschen geschehen muss. Eine Neuwerdung. Das Alte muss weg, Neues muss her. Und die große Frage, das ist auch die Frage, die Nikodemus stellt, ist, wie geschieht das? Das ist die zweite Frage, die wir uns jetzt anschauen. Wie kann das geschehen, was geschehen muss? Und Jesus erklärt es dann, Vers 9 bis 15. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose
in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Nikodemus hat die Anspielungen auf diese Stelle in Hesekiel nicht richtig eingeordnet und verstanden. Deshalb wechselt Jesus jetzt auf etwas anderes. Er wechselt von prophetischen Texten und prophetischer Sprache hin zu einer Geschichte aus der Bibel. In der Hoffnung, dass Nikodemus das vielleicht besser verstehen wird. Ein Erzähltext. Eine Geschichte, die Nikodemus auf jeden Fall gut kennt. Und worauf Jesus hier anspielt, ist das, was wir in der Schriftlesung vorhin gehört haben, aus 4. Mose 21. Diese Geschichte davon, wie das Volk Israel gegen Gott rebelliert, zur Strafe schickt er giftige Schlangen und viele kommen durch die Schlangen um. Und die Konsequenzen ihrer Sünde treiben sie dann zur Umkehr. Und sie beten, Herr, nimm es von uns. Und dann finden wir diese super merkwürdige Anweisung in 4. Mose 21, Vers 8. Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Diese Menschen damals mussten einfach nur auf diese erhobene Schlange sehen, um gerettet zu werden. Dabei ging es nicht um das, was ihre Augen gesehen haben. Es ist keine magische Schlange, die Gott jetzt gebaut hat, mit irgendwelchen besonderen Eigenschaften. Es geht nicht um die Schlange, es geht nicht um das, was ihre Augen sehen. Es geht um das, was in ihrem Herzen geschieht, in dem Moment, wo sie zur Schlange hinsehen. Dieser Moment, diese Entscheidung, die sie treffen. Ich bin dem Tode geweiht, aber ich werde auf Gott vertrauen. Auf das, was er versprochen hat, werde ich vertrauen, um am Leben zu bleiben. Ich vertraue auf Gott, dass er mich retten wird. Der Blick zur Schlange ist ein Ausdruck des Glaubens. Normalerweise funktioniert das nicht. Normalerweise, wenn du das Bild einer Schlange ansiehst, wirst du nicht von einer Vergiftung geheilt. Es fordert Glaube, dieser Moment. Und damit bringt Gott seinem Volk etwas bei, dass er ihnen immer und immer und immer und immer wieder beibringt. Es ist das, was Jesus hier Nikodemus auch beibringen möchte. Durch Glauben, nicht durch das, was wir tun, sondern was Gott tut. Wir werden gerettet durch Glauben, durch das Vertrauen, nicht auf uns, sondern auf ihn. Er ist es. Er rettet. Er segnet. Er handelt. Er befreit. Wir vertrauen. Wir glauben. Und Jesus benutzt diese Geschichte aus dem Alten Testament, um Nikodemus zu erklären, wie die Neugeburt geschieht. Schau dir das nochmal an, Vers 14 und 15. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist die Antwort auf die Frage, wie? Durch Glauben. Die Erhöhung, von der Jesus hier spricht, ist sein Tod am Kreuz. Genau wie diese Schlange erhoben wurde, wurde Jesus erhoben, als er an ein Kreuz genagelt wurde für unsere Schuld. Und jeder, der das in den Blick nimmt und darauf vertraut, wird gerettet werden. Dadurch passiert diese Neugeburt. Wenn ein Mensch seine Verlorenheit erkennt, und dann auf Jesu Tod am Kreuz vertraut, um gerettet zu werden. Das ist das, was dann im nächsten Vers so wunderbar auf den Punkt gebracht wird, dass die meisten Christen diesen Vers auswendig können. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Was muss geschehen? Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Wie geschieht es? Durch den Glauben an Jesus. Aber da drängt sich eine dritte Frage auf. Das ist eine eher unangenehme Frage. Warum wollen so viele das nicht? Was Jesus hier für Nikodemus beschreibt, ist doch großartig. Das ist eine wunderbare Sache. Und doch geht Nikodemus aus diesem Gespräch heraus nicht als gläubiger Mann. Das Schöne ist, er wird irgendwann zum Glauben kommen. Er taucht noch ein paar Mal auf im Johannesevangelium, aber hier ist es noch nicht so weit. Und die anderen Pharisäer, die lehnen Jesus und seine Botschaft komplett ab. Und überall auf der Welt, auch heute, lehnen Menschen Jesus ab, reagieren sogar oft feindselig auf ihn und auf seine Botschaft und auf seine Jünger. Woher kommt das? Warum ist die gute Botschaft in den Ohren so vieler Menschen eine schlechte Botschaft? In den nächsten Versen wird das thematisiert. Vers 17 bis 19. Jesus sagt uns: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und jetzt kommen wir zu Haumichblau. Ihr erinnert euch? Zwei Teams, ein Ball, keine Regeln. Blaue Flecken, vorprogrammiert. Bei meinem Junggesellenabschied, da haben wir auch Haumichblau gespielt. Mit einem entscheidenden Unterschied. Es war dunkel, als wir gespielt haben. Wir haben es nachts gespielt. Stellt ihr das mal vor, so ein Haufen Jungs in ihren 20ern, die sich eine Stunde lang um einen Ball geprügelt haben. Nachts. Ohne Licht. Im Regen. Auf einem schlammigen Feld. War herrlich. Während wir gespielt haben, in dieser Finsternis, hat keiner von uns gesehen, wie unfassbar dreckig wir eigentlich waren. Keiner hat gesehen, wie zerschunden wir waren und wie unsere Kleidung in Fetzen an uns runterhing. Ich meine, einer von uns hatte bestimmt für die Hälfte des Spiels eine blutige Nase. Der sah aus, als hätte er ein Huhn geschlachtet in einem Mixer. Es war brutal. Aber keiner hat es gesehen. Keiner hat es gewusst. Erst als wir am Ende ins Licht getreten sind, erst dann haben wir gesehen, was aus uns geworden war. Wie schmutzig wir waren. Jeder einzelne von uns. Blut und Schlamm, blaue Flecken, Schürfwunden, zerrissene Kleidung, ein fehlender Schuh. Davon redet Jesus hier. Die Welt, in der wir leben, ist ein finsterer Ort und jeder einzelne Mensch ist durch die Sünde völlig entstellt. Und was wir uns selber einreden ist, solange ich in der Finsternis bleibe, kann ich mich verstecken. Solange ich in der Finsternis bleibe, wird niemand erfahren, wie kaputt ich eigentlich bin. Denn wenn du an Jesus glaubst, dann zeigst du damit auf die Kreuzigung Jesu. Du stellst dich hin, du zeigst auf die Kreuzigung Jesu in all ihrer Brutalität und du sagst, das ist, was ich verdient habe. So schlimm
ist meine Sünde wirklich? Das ist, wer ich bin. Und dazu bekenne ich mich. Das Evangelium annehmen ist eine entlarvende Sache. Du sagst damit, ich müsste dort hängen. Aber in seiner unfassbaren Gnade hängt er dort für mich. Ich bin nicht der Held meiner eigenen Geschichte. Und wozu uns Jesus einlädt, ist genau das. Tretet ans Licht. Zeigt mir, wie entstellt ihr seid. Nicht damit ihr bloßgestellt werdet, sondern damit ich euch erneuern kann. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Bei meinem Junggesellenabschied war das dann so, als wir fertig gespielt hatten und dann ans Licht getreten sind. Da haben wir uns sauber gemacht. Wir haben neue, saubere Klamotten angezogen. Wir haben unsere Wunden verarzt, wurden wieder hergestellt. Und genau das macht Jesus mit uns. Er erneuert uns komplett. Er macht uns zu neuen Geschöpfen, reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Aber dafür müssen wir aus der Finsternis ins Licht treten. Unsere Sünde anerkennen und dann bekennen vor ihm. Ihre eigene Verlorenheit einsehen und umkehren. Jesus ruft Menschen zu sich, um das zu tun. Was muss mit dem Menschen geschehen? Er muss von Neuem geboren werden. Wie kann das geschehen? Durch den Glauben an Jesus. Und warum wollen viele das nicht? Weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Lasst uns noch beten. Jesus, du schaust tiefer hinein in uns, als jeder Mensch von außen das tun könnte. Du weißt um unsere Sünde, du weißt um unsere Entstelltheit, um den Schmutz in unserem Leben. Wir loben dich dafür, dass du nicht davor zurückschreckst, sondern dass du ein Mensch geworden bist wie wir, um all das auf dich zu nehmen und am Kreuz den Preis dafür zu bezahlen. Herr, wir beten darum, dass du uns einlädst, immer wieder neu, uns immer wieder ermutigst, ins Licht zu treten mit unserer Sünde und sie zu bekennen. Wir beten darum, dass wir deine heilenden Hände und deine reinigende Gnade immer wieder neu erleben dürfen. Du kennst die Menschen, die uns so am Herzen liegen, die in der Finsternis sitzen und sich nicht bewegen wollen. Wir beten darum, dass du sie ins Licht ziehst. Wir beten darum, dass du uns gebrauchst als Zeugen in dieser Welt, um ihnen diese wunderbare Botschaft zu erzählen. Dass da einer ist, der sie so sehr liebt, dass er sein Leben hingegeben hat für sie. Dass da einer ist, der sie neu machen möchte, der sie reinigen möchte von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Wir beten darum, dass du uns dafür gebrauchst. Amen.